Bei mir ist Steffen Wehrmeier und wir wollen heute über Open Data sprechen. Wie können wir also Daten nutzbar machen, verfügbar machen und wer macht sie uns eigentlich verfügbar? Sind Daten an sich nicht open? Kommt drauf an. Also Daten insgesamt sind, jeder Datensatz, da steht halt nicht direkt dran, dass man ihn nutzen darf. Daten, es gibt in Deutschland zumindest ein Gesetz, das es verbietet, einfach Daten zu nehmen und da weiterzuverwenden. Da muss explizit dran stehen, dass diese Daten weiterverwendet werden dürfen. Und das passiert oft nicht und damit sind die Daten automatisch nicht open. Und die müssen halt erst explizit open gemacht werden, indem man eine Lizenz dran setzt. Und welche Daten sind denn jetzt interessant? Also wenn ihr über Open Data sprecht und irgendwie die Daten verfügbar machen wollt, welche Daten wollt ihr denn da haben oder wollen wir denn eigentlich haben als Nutzer? Zum Beispiel Nahverkehrsdaten. Wie funktioniert denn der Fahrplan? Der Fahrplan ist eigentlich ein Datensatz, der auch bei den Verkehrsbetrieben vorliegt, aber der war lange Zeit nicht verfügbar und wir haben das jetzt zum Beispiel in Berlin, haben wir mit dem VBB zusammengesetzt, mit dem Verkehrsbetrieb in Berlin und wir haben es geschafft, dass wir uns darauf geeinigt haben, diese Daten sind jetzt Open Data und die stehen jetzt auch so bereit. Du sagtest, das geht eigentlich jedem was an. Wir haben ja gerade schon ein wenig geplaudert und dass jeder davon im Grunde genommen betroffen ist. Was heißt das denn und in welchem Umfang bin ich denn davon betroffen, beziehungsweise wie könnten wir denn Open Data, also offene Daten oder die Verfügbarkeit von Daten, das Leben dann leichter machen? Zum Beispiel, wenn ich diese Nahverkehrsdaten habe, dann kann ich damit eine Anwendung bauen. Das interessiert jetzt vielleicht den normalen Bürger nicht, aber der normale Bürger kann dann diese Anwendung nutzen. Und der Nutzen, der durch Open Data entsteht, der ist sehr groß. Jeder Lebensbereich wird gegebenenfalls von Daten berührt und wir brauchen da Vermittler, die diese Daten dann an den einzelnen Bürger weiter vermitteln. Und das funktioniert in Deutschland mittlerweile sogar ganz gut. Das fängt halt gerade an. Nur an der Datenqualität und an den Daten überhaupt mangelt es noch. Okay, bleiben wir mal beim Beispiel Nahverkehr. Es gibt ja eine BVG-App beispielsweise. Ja? Also für die Berliner Verkehrsbetriebe gibt es eine App und dann kann ich mir anschauen, wie der Nahverkehr funktioniert und wann ich den nächsten Bus oder die nächste Bahn nehme. Das ist aber nicht das, was ihr wollt, oder? Genau, also das ist zwar auch schon sehr gut, das ist immer ganz praktisch und mittlerweile hat der VBB auch Zugriff auf diese Auskunftsdaten, also diese Auskunftsschnittstelle gegeben, aber der gesamte Fahrplan ermöglicht... Das heißt, ihr bekommt das Rohmaterial dann da an der Stelle oder wie funktioniert das? Der VBB hat ja mal einen Server und den fragt man, ich möchte von Zoo zum Alex und dann sagen die, ja, so funktioniert's und das dürfen jetzt andere mittlerweile auch, das ist kein Problem, aber der gesamte Datensatz, quasi wie der Fahrplan, der Sollfahrplan funktioniert, ist auch ganz interessant. Damit kann ich zum Beispiel berechnen, wie erreichbar ist meine Wohnung oder wie erreichbar ist hier die Republika. Und dann kann ich halt sagen, von der Republika kann ich in 20 Minuten an diesen Orten sein und das ist halt mit einem normalen einer normalen Fahrplanauskunft nicht möglich. Ich habe gesehen bei eurer Beschreibung im Programm, dass es ja auch um mehr geht als jetzt Nahverkehrsdaten. Ihr habt auch das Beispiel Krankenhaushygiene mit reingebracht. Was muss ich mir darunter vorstellen? Na, Krankenhäuser, die sind natürlich eigentlich hygienisch, aber es gibt natürlich auch viele Fälle, wo Leute erst im Krankenhaus richtig krank werden, weil es da vielleicht an einigen Stellen an Hygiene mangelt. Und das muss transparenter gemacht werden. Das ist zum Beispiel in Großbritannien passiert. Da wurden die Fälle offengelegt, wie in Krankenhäusern Leute quasi extra noch krank wurden. Und dann gab es halt einen besseren Wettbewerb zwischen Krankenhäusern. Und die haben sich halt dann mehr angestrengt, hygienischer zu sein. Und das hat Menschenleben gerettet. Okay, ich kann mir vorstellen, die Krankenhäuser werden relativ wenig Interesse daran haben, diese Daten rauszugeben. Das heißt, wer muss denn da eigentlich alles Daten rausgeben? Also einmal Verkehrsbetriebe beispielsweise, Krankenhäuser. Aber wer noch aus eurer Sicht muss Daten zur Verfügung stellen, weil die Daten bereits da sind? Also nicht extra Daten sammeln, sondern die Daten, die da sind, auch tatsächlich freizugeben. Also der Staat selbst hat da noch einiges an Hausaufgaben zu machen. Es geht da um den Bundeshaushalt, um das Unternehmensregister, um mehr Geodaten. Einige sind schon frei, aber da sind noch mehr, die wir eigentlich haben wollen. Und auch Arzneimittelzulassung. Das alles macht der Staat, aber wir kommen momentan nicht ran. Woran liegt das? Ja, das ist etwas Trägheit und etwas das Denken in der Vergangenheit, dass Leute damit nichts anfangen können, dass es Expertenwissen ist und dass niemand sonst damit irgendwas anfangen kann. Aber es gibt genug Leute, die da einen unabhängigen Blick drauf werfen wollen und das ist momentan noch nicht möglich. Also es ist kein Thema wirklich von Datenschutz, sondern mehr die Frage, wollen wir dieses Herrschaftswissen freigeben aus eurer Sicht? Genau, also wir haben gar kein Interesse an der personenbezogenen Daten. Solange die Privatsphäre gewahrt bleibt, wollen wir die Daten halt gar nicht haben. Auch sicherheitsrelevante Daten wollen wir nicht haben. Es geht eigentlich nur um Daten, die eigentlich der Allgemeinheit dienen, um die Gesellschaft besser zu verstehen. Und genau die wollen wir haben. Gibt es denn da Bewegung in Deutschland? Und wenn ja, wo? Also auf welcher Ebene? Du hast gerade schon gesagt, im Bundeshaushalt, da sind wir jetzt ja schon relativ weit oben. Aber gibt es vielleicht Bereiche,
die da eher, wie soll ich sagen, ein bisschen progressiver im Denken sind und sagen, okay, wir geben diese Daten mal raus. Und man kann ja auch einfach mal schauen, wenn man ein Portal oder Ähnliches einrichtet, wie werden die denn genutzt? Und ich weiß nicht, eine Evaluierung nach einem Jahr machen. Gibt es da solche Bewegungen in Deutschland? Also in den unterschiedlichen Ländern gibt es mittlerweile Datenportale, zum Beispiel in Berlin oder in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Die Daten in diesen Datenportalen sind noch nicht alle so super. Da geht es dann meistens um die Geokoordinaten von irgendwelchen Mülleimern oder so. Das ist zwar auch sinnvoll, da kann ich eine App bauen oder so, aber ich will natürlich die interessanten Daten haben, die halt der Verwaltung auch ein bisschen wehtun, die herauszugeben. Ja? Also Daten, wie das Geld ausgegeben wird zum Beispiel. Und bis das passiert, da wird in Deutschland leider noch etwas Zeit vergehen. Allerdings gibt es halt da auf allen Ebenen Bewegungen. Also vom Bund gibt es Bewegungen, aber auch in den Ländern. Und es geht auch runter auf die Gemeinden. Also zum Beispiel die Gemeinde Moers, die seit kurzem ein Datenportal hat. Ja, wer hätte das gedacht? Ich komme aus Krefeld, deswegen wusste ich das natürlich und wollte genau darauf hinaus. Open Data geht uns alle an, auch euch. Das sagt zumindest Steffen Wehrmeier. Vielen Dank.